nicht entscheidet, dann ist es entscheidend für die Kunstthema. Das ist das Geschäft auf uns noch. In den letzten Jahren, was haben wir herausgefunden, warum und welche Konsequenzen hat das Kunstmuseum Bern, die Stiftung Kunstmuseum? Wir können nicht finanzieren, in den USA müssen wir verkaufen. Bislang ist ja vieler. Auf der linken Seite sehen Sie den Zyklus Gesichter, den Beckmann Anfang der. Oui, ah oui, ça c'est la vue de face et ça. Die Ausstellung blickt zurück auf 8 Jahre Forschung und Auseinandersetzung mit dem Erbe von Cornelius Gurlitt und beschäftigt sich eben mit einem Bestand, der unter dem Verdacht von NS-Raubkunst stand. Und in dieser Ausstellung blicken wir zurück. Wir zeigen, wie wir mit den Werken umgegangen sind, wie die Werke erforscht wurden. Wir zeigen, was wir herausgefunden haben bei dieser Ausstellung und wir zeigen eben auch auf, wie es weitergehen wird. Also wir können schon sagen, dass nach den Ausstellungen von 2017 und 2018 haben wir schon Anfragen erhalten von Familien, die nachgefragt haben, ob sich möglicherweise Werke aus dem früheren Familienbesitz heute im Legat Gurlitt erhalten haben. Und daraus schließen wir eigentlich, dass eben diese Ausstellung schon zu einer Sensibilisierung einmal für das Thema von Raubkunst in Museen und in privaten Sammlungen generell beiträgt. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont 11 œuvres qui ont été restituées par le musée, par le Kunstmuseum Bern et la République fédérale de l'Allemagne. On a essayé de trouver une solution juste pour ces œuvres et ça. Ça, je crois, on est abouti à une solution juste et pour moi, les reproches ne sont pas justifiés. On a lui interdit de travailler. Hein. Il a perdu ses postes comme directeur dans le musée. Alors, c'est assez compliqué. D'abord, il était plutôt une victime, hein, et après, il a collaboré. Et